Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft vom Hannibal LP Server von dem Minecraft Universum und wir starten nochmal direkt und müssen uns umgucken, weil dahin. Immer nach dieser Katze Ausschau halten, da muss man hin, das ist der Invite Server. Und ja, was machen wir heute? Ich habe was auf der Karte gesehen und schreibe erstmal ganz kurz Hallöle. Ich habe was auf der Karte gesehen, das wollte ich mir ganz gerne angucken, und zwar Atlantis. Und ich hoffe, dass es da auch schon einen Bahnhof hingibt. Sofern ich weiß, wird das Ganze von der May gebaut. War das von der May? Ich weiß nicht ganz genau. Ich mache mal mein Headset ein ganz kleines bisschen leiser. Und ja, da wollen wir doch mal schauen. Ich muss zum Bahnhof. Ach ja, stimmt ja, beim letzten Mal war ich hier und wollte... Ach ja, mir die Kirche noch einmal ganz kurz angucken. Leider ist es gerade dunkel. Das heißt also... Aber nicht mehr allzu lange, hoffentlich. Huch, da war gerade Leck. So, wir haben gerade 60 FPS nur. Ist das abgeriegelt wegen... Ne, 92? Keine Ahnung. Dürfte auch vielleicht an der Kirche liegen hier. Das hier ist die Kirche. So, ein bisschen laufen, laufen. Ah, schön. Oh. Na du? So, wieder das Essen nehmen. Und ja, ich würde mal sagen, wir schauen uns das Ganze jetzt hier doch mal einmal ein bisschen an. Ist immer noch abgesteckt. Das heißt also, hier ist immer noch nicht ganz fertig. Oh. Ja, wusste ich. Oh, Hearthstone-Mucke. Hearthstone habe ich mir überlegt gehabt. Kann man auch gut im Stream zocken. Das heißt also, ich werde jetzt übrigens demnächst auch einen Stream machen. Diese Woche auf jeden Fall werde ich noch einen Stream machen. Der wird irgendwann gegen 18 Uhr dann auch laufen. 18, 19 Uhr, irgendwas in der Richtung. Und ich weiß noch nicht, ob eine Stunde, ob zwei Stunden, ob Open End. Mal gucken, wie es läuft, wie viele Leute zuschauen. Und ja, ich hoffe, dass ihr da dann dabei sein werdet. Und es geht auf jeden Fall immer noch hoch. Boah, das ist ein Riesending, ne? Hier entsteht Protos Kirchlein. Kirchlein vor allem, ne? Proto, ey. Das ist so ein... Guckt mal hier mit verziertem Glas und so weiter. Hier scheint es sogar auch noch durch. Das sieht ganz cool aus. Ich hoffe mal, dass es gleich hell wird. Dann kann man das Ganze auch besser sehen. Also es gibt ja, wie gesagt, Leute, die haben echt so einen an der Klatsche. Stellenweise. Ich gehe mal rein. Ich glaube, von drin sieht das Ganze dann doch ein bisschen majestätischer aus. Mal schauen. Und ja. Ich weiß übrigens noch gar nicht, was ich mit der Webcam anfangen werde. Ich nehme die nebenbei auch mit einem anderen Programm auf. Von Logitech direkt. Weil ich habe die... Logitech 10920 Webcam. Und die habe ich die ganze Zeit schon gehabt. Plus ich habe das bislang jetzt immer in der letzten Zeit mit OBS aufgenommen und mit OBS dann auch direkt die Cam drin verbaut gehabt. Allerdings weiß ich nicht, das gefiel mir nicht ganz so gut. Und deswegen habe ich das jetzt so gemacht, dass ich jetzt gerade wieder mal mit Fraps aufnehme. Auch Minecraft hier mit Fraps aufnehme. Und halt wie gesagt extern gerade meine Cam aufnehme, um dann alles so im Schnittprogramm halt zusammenzufassen in Premiere. Mal schauen, wie das wird. Mal schauen, was man da mit der Webcam dann alles machen kann. Und ja... Das ist die Kirche von innen, ne? Kann man sich ja denken. Mit so Kronleuchtern. Ist ganz cool. Kann man nicht meckern mit so einer schönen Socke hier unten und dann die Säule, die nach oben führt. Quarzstein. Nicht schlecht, nicht schlecht. Oh, da habe ich gerade noch irgendwelche Erfahrungspunkte gekriegt. Und ja, jetzt wollen wir zum Bahnhof. Das ist das Haus von Jan Gehr. Das heißt, der Bahnhof ist da irgendwo. Das heißt, klappt das? Was meint ihr, klappt das? Klappt das? Hui! Ja, es klappt. Zum Glück. Sonst wären wir gearscht gewesen. Ich höre dich, du Mini-Zombie. Lass mich in Ruhe. Hau einfach ab. Lass mich in Ruhe. Ich bleibe ruhig, schlage nicht sofort zu. Ab in den Sack. Rein in den See. Auf dass ich dich nie wieder sehe. Denn wenn du nochmal fragst und machst, zähl ich dich in meine Wohnung und hacke dich in kleine Stücke und ab in den Sack, rein in den See, auf dass ich dich nie wieder sehe. So, wer es kennt, darf es in die Kommentare schreiben. Sau alt. Eigentlich auch gar nicht so toll, das Lied, aber irgendwie habe ich davon damals so einen Ohrwurm gehabt. Ging gar nicht fit. So, es wird gerade hell. Das ist doch schon mal ein gutes Zeichen. Und hier ist sehr viel Neues entstanden, auch in den Rocket Hills. Und Alter, ich habe 32 GB Arbeitsspeicher, ich habe 6 Kerne, ich habe eine GTX 980 Grafikkarte, ich habe 3 SSDs in den Rechner verbaut und es leckt trotzdem.
Minecraft, du Ressourcenhure, ey. So. Ja, wird er hier dann wohl irgendwo sein. Das hier ist der Bahnhof. so. Wieder zurück zum Bahnhof. Miam, 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 miam. So, entgegengesetzt. Und hier sind noch ganz viele neue Bahnhöfe jetzt gerade. Also ganz viele neue Haltestellen. Und wir wollen aber nicht zur Weihnachtskugel, nicht zum Green Frost Lake. Da ist Atlantis. Stargate Atlantis. Die Nikipedia, genau. Die baut das gerade. Ist so ein Großprojekt von ihr. Die ist letztens auch Moderatorin hier geworden. Und dazu nochmal alles Gute. Und ich hoffe, dass du deinen Job gut machst. Auch wenn ich wahrscheinlich kaum was davon mitkriegen werde. Weil ich meistens nicht so viele Probleme habe. Hier ist so ein Stargate, ne? Morrowind Musik passt gerade gut. Ah, okay, alles klar. So, was ist hier? Du bist verrückt. Achso, hä? Gästebuchwand. Wow, mega nice, voll gut, like. Wunderschön gemacht, liebe Niki. Lieben Gruß, Tommy. Ich kann immer wieder nur sagen, wow. Meo. Man kann sich leicht verlaufen. Ja, das glaube ich. Hier haben wir eine schöne Endertruhe. Sachen zum Reparieren. Ja, gucken wir doch mal weiter. Mal gucken, ob ich mich verlaufen werde. Stargate SG-1. Stargate, vor allem Stargate SG-1. Hm. Oh mein Gott. Tag Luxus Apartment. Hm. Alles klar. Oder schreib einfach ein Ticket mit deinen Anliegen. So, wieder zu. Morrowind nehme ich auch gleich nochmal auf. Aber erstmal dachte ich mir hier mal wieder so in Minecraft-Universum vorbeischauen. Was ist das hier? Ach, das ist so weit oben. Oh mein Gott, da unten ist ja noch diese ganze Plattform. Ich muss euch das mal, glaube ich, auf der Karte zeigen. Ich gehe mal kurz dorthin. Kann ich das irgendwie, mit OBS würde das gerade natürlich ganz, ganz gut klappen. Dann könnte ich einfach gerade den Bildschirm wechseln, wenn ich das aufgenommen hätte. Alter Schwede. Da hat jemand echt ein bisschen zu viel Zeit gehabt. Ich frage mich, wo man das sich so reinziehen kann, dass man das Ganze abgleichen kann. Wie das in Wirklichkeit aussieht. Turm A, Hauptturm, Apartment 1, Apartment 2. Ah, so ganze Kisten für die Leute. Hier geht es weiter runter. Brainshake. Ich möchte auch ganz gerne ein Apartment haben, Niki, falls du das guckst. An dieser Stelle bitte auch ein Apartment einrichten. Beziehungsweise einen Raum für mich freihalten, damit ich dann sagen kann, das ist meine Wohnung, das ist mein Luxus-Apartment. Das wäre schön. Destructivio. Ah ja. Aber ist schon echt, ne? Ihr seid verrückt, Alter. Du bist verrückt, Niki. Das hat eine einzige Person nur gebaut hier alles. Richtig, richtig schick. Kann man echt nicht anders sagen. Das ist echt krass. Wow. So. Frei. Das hier soll bitte meins werden. Bitte, bitte meins. Ist zwar nicht im obersten Stock, aber egal. Boah. Oh mein Gott. Da muss ich gleich nochmal rübergehen in den Turm. Krass. Mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Das ist einfach nur echt richtig krass. Richtig, richtig krass. Tommy Lee. Okay. Okay. Cool. Bam. Lass mich hier durch. Danke. Das ist sehr nett. Oh, Jan Gerl. Hatte natürlich sich schon direkt erstmal ein paar Kisten. Leider nichts drin. Ich muss was klauen, ich muss was klauen, ich muss was klauen. Lass mich was klauen. Ja, wo er was reinpackt, da macht er auch immer direkt bestimmt ein Schild dran, so oder so. Alter Schwede, ich bin beeindruckt. Echt ohne Scheiß. Hier geht's dann rüber in den nächsten Turm. Hier entsteht die Gatebrücke zum Turm A. Ich glaube, die ist sogar bereits entstanden, oder? So wie das aussieht. Wow. Oh mein Gott. Zum Stargate. Apartment 1A. Meandra und Madame Klein. 12. Stock.
Nur ein Doppelbett, mehr nicht in diesem Raum. Alles klar. Oh, da geht's sogar noch hoch. Was ist das bitte schön für... Ach, da kann man sich wahrscheinlich auch alles so ein bisschen selber einrichten. Ne? Man kann hier noch Wände ziehen, wenn man will. Würde ich jetzt zumindest raten, dass man es darf. Wenn das eh dauerhaft vergebene Wohnungen sind, dann kann man das eigentlich machen, denke ich mal. So, zum Gate wollen wir aber gerade nicht wieder zurück. Wir wollen nämlich mal runter. Und, 11. Stock. Nehmt ihr euch den ganzen Schirm bitte. Oder möchte ich hier ganz gerne eine Wohnung haben? Aber dann müsste es auch wieder mit einem... Ich hätte dann auch ganz gerne so ein nicht ein doppeldeutiges, sondern... Oh, mit Balkon. Oh, die hätte ich ganz gerne. Oh, ich glaube, ich hätte die hier ganz gerne. Bitte, Niki, ich weiß, das ist jetzt ein bisschen sprunghaft gerade, aber ich werde, ich finde nochmal was Besseres und möchte das dann stattdessen haben. Alter. Oh, ich könnte sogar springen, wenn ich will. Wollen wir uns in den Tod stürzen? Nein, wollen wir nicht. Aber hier kann man dann sehen, dass hier noch nicht wirklich was ist. Ne? Ich habe jetzt die Sichtweite nicht ganz so weit eingestellt. Aber hier sieht man, dass hier doch schon ein recht großer Platz ist. Das Ganze ist, glaube ich, sehr detailgetreu. Also nicht, also bloß halt natürlich ein Maßstab von keine Ahnung zu keine Ahnung was. Aber trotzdem, echt geil. Ich bin hier eigentlich mehr so, ne, wenn ich meine Let's Plays mache, gucke ich mir eigentlich immer nur den Server an, so nach dem Motto. Ich komme gar nicht mehr dazu, großartig selber was zu machen. Ich muss da nochmal gucken, dass man nochmal vielleicht mit ein paar Leuten zusammen irgendwie ein Projekt startet. Also ein Großbauprojekt mal. Eins, was dann immer nur gemacht wird, während ich aufnehme. Das ist ja ganz cool. Gut, nee, dann gehen wir wieder hoch. Ihr wisst jetzt ungefähr, wie das hier aussieht. So dürfte das insgesamt aufgebaut sein. Hier geht es zurück zum Stargate. Und dann müssen wir einfach nur wieder hochlaufen. Und dann sind wir auch schon wieder im Raum. Hoffe ich doch. Und ja, man kann sich hier leicht verlaufen. Wenn man es will, dann kann man sich hier sehr leicht verlaufen. So, dann geht es hier wieder hoch, ne? Ja, das sind die Apartments, genau, die habe ich mir alle angeguckt. So, und ich glaube, dann kommt man auch gleich wieder in den Stargate-Raum rein. Da müsste ja gleich wahrscheinlich wieder irgendwo ein Schild sein. Ja, hier war das, genau. Ah ja. Oh, eine Spinne, wo? Haben will. Na? Ich hoffe, du warst kein Haustier. So. Was ist denn das hier? Hier geht's auch einfach nur noch mal ein bisschen weiter hoch, ne? Cool. Ah. Oh mein Gott, ne? Alter Schwede. Kannst auch niemanden anbieten hier. Alter Schwede. Richtig verrückt, diese Frau. Richtig verrückt. Okay. Aber ein bisschen besser ausleuchten müsste man hier anscheinend noch. Hallo, Donald Duck. Wie geht's dir? Ja, und an dieser Stelle bleibt mir dann nichts anderes zu sagen als danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Aufnahme. Euer Pseudonym von Pseudonym LP und ich würde mich freuen, wenn du einen Daumen nach oben da lassen würdest, wenn dir das Ganze gefallen hat. Und ansonsten kannst du ja auch noch, wenn dir die Zeit dazu auch noch übrig bleibt, nach dem Daumen nach oben bei den sozialen Netzwerken vorbeischauen, die alle unten in der Beschreibung verlinkt sind. Und ja, würde ich mal sagen, bis dahin nichts weiteres als tschüss und ciao.